Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen How-To. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir im WinLab PLA recyceln. Denn, sind wir mal ehrlich, nicht jeder 3D-Druck gelingt gleich beim ersten Mal. Und Supportstrukturen sind auch nicht immer zu vermeiden. Viel zu schade wäre es aber, dieses ganze Material einfach wegzuschmeißen. Wir haben daraus Granulat gemacht und verarbeiten dies nun zu neuen Produkten. Wie das Ganze genau funktioniert, seht ihr im Video. Viel Spaß! Alles beginnt mit dem Sammeln des Materials. Dabei achten wir darauf, nur PLA zu verwenden und sortieren es farblich vor. Es sei natürlich gesagt, dass wir Fehldrucke so gut es geht vermeiden. Auch die Stützstrukturen drucken wir nur, wenn es wirklich notwendig ist. Wie ihr die üblichen Fehler beim 3D-Drucken vermeidet, seht ihr im Video von Jakob, welches wir euch verlinkt haben. Wir sammeln das Material über einen längeren Zeitraum und sortieren es dann farblich. Das Schreddern lohnt sich erst ab einer größeren Menge von PLA. Haben wir genug Material zusammen, gehen wir ins Kunststofflabor und lassen es schreddern. Haben wir die geeignete Menge PLA zusammen, geht es ans Schreddern. Wir haben die Möglichkeit, im Kunststofflabor der TH Wildau einen Schredder zu nutzen. Wir zerkleinern die Teile und füllen sie dann in verschiedene Behälter ab. Das Granulat sollte ungefähr diese Korngröße besitzen. Als nächstes schmelzen wir das Material wieder ein. Dafür verwenden wir unsere Transferpresse. Wir legen sie mit Backpapier aus und platzieren eine Handvoll Granulat in die Mitte. Nun schließen wir die Presse vorsichtig und lassen die Hitze ihre Arbeit machen. Kontrolliert zwischendurch vorsichtig, wie weit der Schmelzvorgang voranschreitet. Sobald sich die einzelnen Körner miteinander verbunden haben und ihr eine durchgängige Platte habt, seid ihr mit dem Schmelzen fertig. Nun habt ihr viele Möglichkeiten. Ihr könnt den noch weichen Zustand nutzen und Schalen aus der Platte formen. Oder ihr lasst sie abkühlen und habt dann eine Kunststoffplatte. Tragt bei der Arbeit mit dem heißen Kunststoff aber immer Handschuhe, um euch zu schützen. Lasst die Kunststoffplatte am besten auf einer ebenen Fläche erkalten und damit aushärten, sonst habt ihr später eine gebogene Platte. Ihr seht, die Schichten haben sich gut verbunden und die Platte ist ziemlich stabil. Die Platte legen wir erstmal zur Seite. Ich möchte euch nun noch zeigen, wie man eine Schale formen kann. Ich beginne wieder mit dem PLA-Granulat, welches ich großzügig auf dem Backpapier verteile. Verteilt das PLA gleichmäßig
und achtet darauf, dass keine Löcher entstehen. Umso größer der ausgelegte Kreis ist, umso größer kann eure Schale werden. Wieder kontrolliere ich den Fortschritt des Schmelzvorgangs. Ich drehe das Backpapier mit dem Granulat auch hin und wieder um, da die Hitze bei unserer Transferpresse nur von oben kommt. Ich nehme das geschmolzene Granulat von der Heißpresse und entferne das Backpapier. Dann lege ich die Kunststoffplatte in eine andere Schale, die mir als Vorlage dient. Nach ein paar Minuten kann ich sie wieder herausnehmen und habe nun festen Kunststoff. Fertig ist unsere Schale. Die fertige Kunststoffplatte können wir nun mit dem Laser bearbeiten. Dafür ist es wichtig, nur PLA verwendet zu haben. Ich habe mir mit Illustrator ein paar Formen erstellt und lasere die jetzt aus den gepressten Platten. Wie ihr Schnittdateien mit Illustrator für den Lasercutter erstellt, zeigen wir euch in anderen Videos. Bei den Parametern für Schnitt und Gravur orientiere ich mich einfach an unseren Parametern für Acryl in 3 mm Stärke. Hättet ihr gedacht, dass man aus Fehldrucken noch so schöne Dinge herstellen kann? Möchtet ihr eure eigenen recycelten Objekte herstellen? Kommt einfach mittwochs zwischen 9 und 19 Uhr zum Open Lab Day. Alle Informationen findet ihr auf der Internetseite. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke und abonniert unseren Kanal. Schaut auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort teilen wir montags, mittwochs und freitags spannende Projekte mit euch. Lasst euch inspirieren. Bis zum nächsten Mal.